Wetterkarten gibt es viele. Solche, solche und solche hier. Diese hier tauchen irgendwie nur in Schulbüchern und Atlanten auf. Nirgendwo sonst habe ich diese Karten bislang gesehen. Diese Karten liegen irgendwo so auf halber Strecke zwischen den ganz simplen Karten, die wirklich jeder versteht, und den Profi-Wetterkarten, die eben nur Profis oder ambitionierte Laien verstehen. Ich will dir in diesem Video mal zeigen, wie man solche Wetterkarten auswertet. Ich nutze dazu mal die Dürke-App. Das hat den Vorteil, dass man einzelne Ebenen ein- und ausblenden kann. Und die hier gezeigte Wetterkarte findest du aber auch ohne Dürke-App auf den Seiten des Westermann Verlages. Den Link dazu packe ich dir in die Beschreibung. Ja, und da kann es eigentlich auch schon losgehen. Die Wetterkarte, mit der ich hier arbeite, ist leider nicht die allerbeste. Zwar geht die Karte auf eine Originalwetterkarte des Deutschen Wetterdienstes zurück, so sieht diese aus, aber die idealtypischen Wettererscheinungen an den Fronten, das sind die roten und blauen Linien, kann man bei dieser Wetterlage eher nicht erwarten. Trotzdem schauen wir uns diese Karte mal an. Normalerweise würde man damit beginnen, solche Karten erstmal einzuordnen. Bei den Schulwetterkarten ist das fast überflüssig, da sowieso immer nur Europa dargestellt ist. Es schadet aber auch nicht, einfach mal zu sagen, dass die Karte das Wettergeschehen in Europa darstellt. Meistens stehen noch ein Datum und eine Uhrzeit dazu und gerade das Datum ist sehr wichtig, denn Hoch- und Tiefdruckgebiete machen im Sommer nicht unbedingt das gleiche Wetter wie im Winter. Aber dazu später mehr. Was steckt an Informationen alles drin in so einer Karte? Da ist zunächst mal der Luftdruck. Der wird dargestellt über die Buchstaben H und T und damit weißt du auch schon mal, wo die Zentren der großen Druckgebiete liegen. Du könntest hier also sagen, über den britischen Inseln und Skandinavien herrscht hoher Luftdruck und in weiten Teilen Mitteleuropas sowie auf der Iberischen Halbinsel und über dem Schwarzen Meer herrscht tiefer Luftdruck. Der Luftdruck wird zusätzlich über Isobaren dargestellt. Das sind Linien, die Orte gleichen Luftdrucks miteinander verbinden. An einigen Isobaren ist der Luftdruck in Hektopascal eingetragen. So kannst du für jeden Ort in der Karte den Luftdruck zum Zeitpunkt der Aufnahme ablesen. Durch Deutschland läuft hier die Isobare mit 1010 Hektopascal. Wir können also sagen, der Luftdruck in Deutschland liegt bei etwa 1010 Hektopascal. Der mittlere Luftdruck auf Erdbodenniveau liegt, wie du vielleicht weißt, bei normalerweise 1013 Hektopascal und du siehst somit, dass das Tiefdruckgebiet, was hier in Deutschland eingetragen ist, nur sehr schwach ist, da die 1010 Hektopascal ja nur knapp unter dem Normaldruck von 1013 Hektopascal liegen. Sehr markant in der Wetterkarte sind die Fronten eingetragen. Das sind Linien, die Luftmassengrenzen am Boden darstellen. Rote Linien mit dieser Halbkreissignatur stellen eine Warmfront dar. Dort bewegt sich warme Luft gegen am Boden lagernde Kaltluft. Im Bereich dieser Warmfronten kommt es normalerweise zu langanhaltendem Niederschlag, dem sogenannten Landregen. Die blauen Linien sind die Kaltfronten. Dort rückt kalte Luft gegen am Boden lagernde Warmluft vor. Im Bereich der Kaltfront kommt es öfter zu schauerartigem, kräftigem Niederschlag. Auch starker Wind und Gewitter sind typisch. Mit dem Durchzug der Kaltfront sinkt die Temperatur meist spürbar um einige Grad Celsius ab. Da dieses Tief hier recht schwach ist, würde ich in diesem konkreten Fall kaum markantes Wetter erwarten. Diese Aussage zu den Fronten kannst du trotzdem gebrauchen, um das Wettergeschehen nicht nur zu beschreiben, sondern auch über einen begrenzten Zeitraum vorhersagen zu können. Und dann stecken in so einer Wetterkarte auch noch die sogenannten Stationsmodelle. Das sind Symbole, mit denen du Aussagen zu Temperatur, Windrichtung und Windstärke sowie zum Bewölkungsgrad treffen kannst. Die Temperatur ist dabei selbsterklärend. Der Zahlenwert neben dem Stationsmodell gibt die Temperatur in Grad Celsius wieder. Der Kreis zeigt den Bedeckungsgrad des Himmels in Vierteln, also wie stark die Bewölkung ist. So sieht das für einen klaren Himmel aus, so für einen heiteren. Das Symbol bedeutet wolkig. Und hier hat man leider in der Legende des Dürke-Atlas den falschen Begriff verwendet. Den Begriff halbbedeckt gibt es nämlich nicht. Also liebe Leute von Westermann, falls ihr das Video seht, vielleicht könnt ihr das in der nächsten Auflage dann doch mal ändern. Haltet euch doch einfach an die Begriffe, die auch vom Deutschen Wetterdienst vorgegeben werden. Dieses Symbol bedeutet stark bewölkt und dieses hier bedeckt. Bei richtigen Profi-Wetterkarten wird der Bedeckungsgrad übrigens in Achteln angegeben. So sehe die Einteilung dann aus. Für die Schule wird das meist nicht benötigt. Wenn es dich trotzdem interessiert, dann schau in die Beschreibung des Videos, dort habe ich das noch verlinkt.
Letztlich stecken im Stationsmodell noch Aussagen zum Wind. Diese Symbole, ich nenne sie mal Windfähnchen, zeigen dabei immer in die Richtung, aus der der Wind zum Zeitpunkt der Aufnahme kam. Aufpassen musst du bei solchen Windfähnchen wie bei diesem hier. Hier könnte man meinen, dass der Wind aus Südwesten kommt, vor allem dann, wenn ich das Gradnetz hier mal ausblende. Tatsächlich kommt der Wind aber ziemlich genau aus Süden. Du siehst hier, dass das Windfähnchen parallel zum Längenkreis verläuft und da wiederum ist ja genau von Nord nach Süd ausgerichtet. An den Windfähnchen sind jeweils noch kurze oder lange Striche dran und die sagen dir, wie stark der Wind weht. Ein langer Strich steht dabei jeweils für 10 Knoten, ein kurzer Strich für jeweils 5 Knoten. Was ist ein Knoten? Naja, ein Knoten ist eine nautische Geschwindigkeitsangabe. Sie stammt also aus der Seefahrt, wird auch in der Luftfahrt verwendet. Und ein Knoten entspricht dabei 1,852 Kilometer pro Stunde. In manchen Atlanten und Lehrbüchern hat man das gleich in kmh umgerechnet und aufgerundet. Dort wird dann ein langer Strich mit 20 km/h angegeben und ein kurzer mit 10 km/h. Sind mehrere Striche an diesem Windfähnchen dran, addiert man die Werte gemäß der Länge der Striche einfach auf. Das ist also ein Südwind mit 15 Knoten, das ein Nordwestwind mit 30 Knoten, das ein Nordwind mit 45 Knoten. Naja, und statt 5 langen Strichen für 50 Knoten macht man dann ein Dreieck an das Windfähnchen. Und so sähe das dann aus. Das wäre ein Westwind mit 50 Knoten. Und so sähe ein Wind mit 65 Knoten aus. Das wäre dann übrigens schon ein Orkan. Wie kann man jetzt mit einer solchen Karte eine Vorhersage machen? Eines gleich vorweg, langfristige Vorhersagen sind damit nicht möglich. Bodenwetterkarten wie diese sind dazu gedacht, die Wettersituationen für den genannten Zeitpunkt eher zu beschreiben. Wenn du aber weißt, wie sich Druckgebiete verhalten, dann kannst du auch kurzfristige Vorhersagen damit machen. Wir reden da von einem Zeitrahmen von etwa wenigen Stunden bis maximal ein oder zwei Tagen. Starten wir mal mit der Ist-Situation. Leider fehlen in dieser Karte die Stationsnamen, aber ich denke mal, das hier dürfte Hamburg sein. Dort können wir sagen, die Temperatur beträgt 10 Grad Celsius, es ist bedeckt und der Wind weht mit 10 Knoten aus Nordost. Der Luftdruck liegt zwischen 1010 und 1015 Hektopascal. Hamburg befindet sich an der Rückseite eines Tiefdruckgebietes. Dort würde man schauerartige Niederschläge erwarten. Ein zweites Beispiel. Diese Station hier könnte Marseille in Frankreich sein. Dort ist es stark bewölkt bei 17 Grad Celsius. Der Wind weht aus Nordwesten mit 15 Knoten. Der Luftdruck liegt bei 1010 Hektopascal. Von Nordwesten her nähert sich die Kaltfront einer Zyklone. Bei Zyklonen, also Tiefdruckgebieten, wissen wir, dass diese in den meisten Fällen von West nach Ost ziehen. Somit können wir eine Vorhersage wagen. Wir sehen an dieser Karte hier, dass sich gerade eine solche Zyklone über Mitteleuropa befindet. Zieht diese nach Osten ab, wird sich der hohe Luftdruck über den britischen Inseln in den kommenden Stunden bis nach Hamburg durchsetzen. Das bedeutet niederschlagsarmes und sonnenscheinreiches Wetter. Marseille steht der Durchzug der Kaltfront möglicherweise noch bevor. In diesem Fall ist in den folgenden Stunden mit kräftigen Schauern und gegebenenfalls Gewittern zu rechnen. Die Temperaturen würden dann rasch um einige Grad sinken. Wir sehen, dass ein weiteres Tief zwischen Island und den britischen Inseln liegt. Zieht auch dieses nach Osten, könnte es Einfluss auf Mitteleuropa und Deutschland gewinnen. Anhand der Bodenwetterkarte kann man das aber nur sehr schwer beurteilen. Hier bräuchte man Höhenwetterkarten, mit denen man auch eine mittelfristige Entwicklung herleiten kann. Jetzt zu der Frage, warum das Datum in der Wetterkarte so wichtig ist. Diese Karte hier stammt von Mitte April. Da sind die Tage noch nicht sehr lang. Aber während es über den Tag also schon vergleichsweise warm werden kann, kühlt es nachts dennoch stark aus. Im Sommer wäre die Erwärmung in diesem Falle stärker. Im Winter würde es bei Hochdruckeinfluss stark abkühlen. Bei Tiefdruckgebieten, also den Zyklonen, musst du wissen, dass diese im Sommer eher kühles, im Winter aber eher mildes Wetter hervorrufen. Zudem fallen die Niederschläge im Winter häufiger in Form von Schnee. Im Sommer sind mit dem Durchzug einer Kaltfront auch häufiger Gewitter verbunden als im Winter. In manchen Wetterkarten sind die Niederschläge und die Art des Niederschlags auch eingetragen. Das hilft dir zusätzlich bei der Abschätzung der Wetterlage und der Vorhersage. So wie von mir zum Thema Wetterkarte, schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, ob das Video für dich hilfreich war und ob du noch weitere Fragen dazu hast. Schau auch gerne wieder auf meinem Kanal vorbei und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin!